Steht auf, es geht weiter. Ihr habt geträumt. Wie lautet euer Name? Und wir sind natürlich gelangweilt. Ja, mal wieder bei Morrowind zurück. Es ist mal was anderes und kein Horrorspiel diesmal. Diesmal ist es wirklich mein absolutes Lieblingsspiel. Nicht nur in Sachen Rollenspiel, sondern einfach insgesamt. Ich habe es als Kind gespielt und wahrscheinlich blendet mich einfach die Nostalgie und deswegen mag ich das so gerne, weil ich es auch besser als Skyrim und Morrowind, was rede ich gerade, und Oblivion finde. Und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, von vorne bis hinten Morrowind einfach mal durchzuspielen. Plus DLCs, ich habe die DLCs früher nie wirklich gespielt. Ich habe vor 2-3 Monaten oder mehr Morrowind angespielt. Ich habe, glaube ich, die Magier-Quest, also die Magier-Gilden-Quest beendet. Und jetzt mache ich mich einfach mal in andere Quest rein, da ich die nicht so gut kenne. Die habe ich nur als Kind gespielt, wie erwähnt. Und jetzt stürzen wir uns einfach mal in die wunderschöne Welt von Morrowind. Nun, nicht einmal der Sturm der letzten Nacht konnte euch wecken. Ich habe gehört, wie sie sagten, dass wir Morrowind erreicht haben. Ich bin sicher, dass sie uns jetzt gehen lassen. Still, da kommt die Wache. Ich kann's immer noch. Mit WAS und etc. bewegt ihr euch. Genau, wo springe ich? Bei Morrowind war es ja so, dass man auf E springt und auf Leertaste alles betätigt. Ich lasse es einfach mal, auch wenn ich mich wegen Skyrim etc. an alles andere so gewohnt habe, dass man mit Leertaste natürlich springt, lasse ich es einfach zwecks des Oldschool-Feelings. Wie gesagt, dann gehen wir mal raus nach Zaidanin. Ich werde ein bisschen Probleme mit den Namen haben, weil ich immer nicht weiß, vor allem diese dädrischen Schreine etc. Geht runter zum Doc. Aber wer hat die Probleme nicht? Man wird euch das Büro der Zensuskommission zeigen. Vielen Dank. Ach, es ist so schön, wieder zurück zu sein, dieses Wasser. Es war einfach früher schon... es war einfach so ein... Man hat keine Worte dafür. Ein guter Schlickschreiter ist da hinten. Der Leuchtturm. Und die Musik vor allem. Wunderschön. Ihr seid endlich angekommen. Aber in euren Unterlagen steht nicht, woher ihr stammt. Wie lautet... Okay. So, wir haben jetzt verschiedene Optionen. Also für mich kommt eigentlich ein Biest, also so ein Viech, sage ich jetzt einfach mal, wie ein Argonia oder ein Khajiit gar nicht erst in Frage, weil es bei Morrowind einfach echt unbalanced ist, was Rüstung angeht. Man kann kein volles Rüstungsset tragen, da man Helm... Oder war es so? Ich glaube, Helm und Schuhe kann man nicht tragen. Kann man Helm tragen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe mich eigentlich immer an dunkle Elfen gehalten, da ich Zerstörung, leichte Rüstung, Langwaffe und Athletik... ich weiß nicht, Akrobatik wäre auch was. Aber ich bin so der... Ich spezialisiere mich eher auf Zerstörung und Langwaffe ist dann so mein... Nahkampf, meine Notlösung und leichte Rüstung finde ich eh am besten in Morrowind. Deswegen bleibe ich gleich beim Dunkelelfen. Man hat früher natürlich nicht so viele Optionen wie in Skyrim oder Oblivion, aber dafür sehen die Charaktere viel besser aus als in Oblivion. In Oblivion war das einfach, muss ich keinem sagen, der Oblivion gespielt hat. Das sah einfach schrecklich aus. Ja, was habe ich denn immer genommen früher? Es hört sich komisch an, aber als Kind habe ich immer den genommen. Wieso sollte ich es komisch anhören? Sieht vielleicht komisch aus, aber... Ich fand den immer cool mit dieser Narbe, sieht aus wie ein Abenteurer, hat einiges durchgemacht. Genau, was habe ich als Frisur genommen? Boah, das ist... Ich glaube, da habe ich immer das genommen. Ich sehe aus wie so ein richtiger... Wie so ein Halsabschneider, wie so ein Immobilienmakler sehe ich aus. Aber ich glaube, den nehme ich. Sieht cool aus mit so einem coolen Ohrring, der bestimmt, ich weiß nicht, 5 Kilogramm wiegt. Machen wir einfach mal so. Großartig. Folgt mir zum Büro. Dort kümmert man sich dann um eure Entlassung. Ich kann den Text noch fast auswendig. Und das kann ich nicht von vielen Spielen behaupten. Genau, Zaidanin, Zensus und Steueramt. Ich gehe schon hinein, keine Angst, mein Freund. Eia! Ihn habe ich vermisst. Es ist schön. Eia! Wir haben euch nicht erwartet. Wir müssen eure Daten erfassen, bevor wir euch offiziell entlassen können. Es gibt einige Möglichkeiten, aus denen ihr wählen könnt. Genau. Natürlich generieren wir eine eigene Klasse. Generiert Klasse. Wir wollen eine eigene Klasse erstellen. Ich muss noch dazu sagen, ich spiele komplett ohne Mods. Also ich spiele Morrowind mit seinen Bugs und mit seiner originalen Grafik absolut alles. Was ich eigentlich echt wichtig finde für mich jetzt. Also ich will keinem was vorschreiben. Genau, was nehme ich denn? Kampf.
Nee, ich bin eher der Magie-Typ, auf jeden Fall. Attribute. Konstitution ist auf jeden Fall wichtig. Und ich weiß nicht, wie viel ihr tragen könnt, eure maximale Ausdauer und wie viel Schaden ihr im Nahkampf anrichtet. Oder Intelligenz, maximal Magiewert, Widerstandskraft. Ich glaube, ich nehme wirklich Intelligenz. Konstitution und Intelligenz. Konstitution ist einfach verdammt wichtig in dem Spiel. Es gibt da verschiedene Tricks, die man anwenden kann bei der Charaktererstellung, damit man gut levelt und nicht gleich am Anfang den Arsch voll kriegt bei Morrowind. Und jeder, der es schon mal gespielt hat, weiß, was ich meine. So, also bei Fertigkeit. Hauptfertigkeiten haben wir richtig. Genau, dann nehmen wir auf jeden Fall die leichte Rüstung. Ah, Hilfe. Leichte Rüstung. Zerstörung. Die Langwaffe. Akrobatik nehmen wir natürlich. Wo haben wir es denn? Akrobatik. Akrobatik levelt man nebenbei so schnell und deswegen, ja, muss ich nicht weiter erklären. So, als letztes, was hätte ich denn da noch gerne? Wiederherstellung wäre eigentlich ziemlich wichtig, oder? Alchemie wäre auch gut. Ich weiß nicht, soll ich... Alchemie kann ich ja dann in die Nebenfertigkeit packen. Dann nehme ich nochmal Alchemie, nehme ich... Es ist so schwer. Das finde ich so cool bei Morrowind, was andere Spiele nicht bieten. Also in der Elder Scrolls-Reihe natürlich, dass man Axt, Speer, Langwaffe, dass es da so viele Optionen gibt. Bei Skyrim gibt es einfach nur Einhandwaffe und Zweihandwaffe und das finde ich echt langweilig. Ach, das Spiel allgemein, ich werde noch so schwärmen, es wird mir leid tun, aber ich bin verliebt in dieses Kackspiel. Genau. Alchemie haben wir schon genommen, dann Wortgewandtheit, ich weiß es nicht. Alchemie habe ich, ich bin gerade ein bisschen... Es ist einfach so schön, das Spiel wieder zu spielen. Deswegen hasst mich nicht dafür, dass ich gerade ein bisschen blöd bin. Beschwörung nehme ich auf jeden Fall. Veränderung auch. Athletik muss jetzt nicht sein. Wortgewandtheit. Verzauberung. Soll ich Verzauberung nehmen? Ich weiß es nicht. Hätten wir bessere Optionen? Schleichen, Akrobatik? Mystik. Formen fokussieren anderweltliche Mächte. Okay. Nee, das muss ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Illusion. Lähmung, Blindheit. Okay, nee. Ich glaube, ich nehme wirklich Verzauberung. So, sollte jetzt eigentlich alles passen. Wir können ja am Ende des... Ja. Nun, in dem Brief steht, dass ihr unter einem bestimmten Zeichen geboren wurdet. Unter welchem Zeichen genau? Genau, da habe ich auch schon einen genauen Plan, was ich nehme. Und zwar nehme ich, wo haben wir es denn? Die Fürst? Genau, ich nehme die Fürstung. die Fürstung, ich nehme die Fürstung. Ich werde gefürstet. Okay, nee, passt. Ich halte jetzt auch das Maul, das ganze Let's Play über, dann nerv ich nicht. Aber ich nehme auf jeden Fall Charisma 25 Punkte, was uns auf jeden Fall hilft, da wir schon Dunkelelf sind. Und da wir uns in Morrowind befinden, also um genau zu sein in Vardenwell, wo es nur von Dunkelelfen so wimmelt, da das ihr Heimatland ist, hilft uns das auf jeden Fall. Und Konstitution. Setzen wir nochmal eins drauf, da das eh schon so diese Hauptfertigkeit ist. Interessant. Genau. Nun, bevor ich diese Papiere abstemple, stellt sicher, dass die Informationen auch korrekt sind. Also es tut mir leid, dass ich gerade echt so viel rede. Es wird nachlassen. Bloß dieses Frischspielen, dieses... in Morrowind sein, das ist einfach schön. Mystik, da hätten wir noch ein Kurzwaffe, nee. Okay, Gnade der Fürsten, Charisma mit 55, Konstitution 75, sehr, sehr gut, Intelligenz haben wir 50, finde ich auch schon ausgezeichnet, Alchemie 20, was haben wir denn hier, Zerstörung 45, das ist auch gut, ich würde sagen... Es ist das letzte Mal, dass wir die Chance haben, uns hier umzusehen. Also entweder wir switchen nochmal von Mystik und Wortgewandtheit oder wir lassen's. Ich weiß nicht. Ich switch nochmal. Wortgewandtheit und Mystik. Genau. Ich glaube, das ist jetzt besser. Mystik haben wir gleich 25. Genau. Also ich werde mich, wie gesagt, gleich mal auf
Charaktermenü, Maustaste. Das nehmen wir mit. So, also wie gesagt, ich werde... Zellus Gravius. Ja. Darf ich zu Ende reden? Also ich werde mich auf Magie spezialisieren und auf Langwaffe. Das habe ich ja schon erwähnt. Hier nehmen wir erstmal alles mit und verscherbeln das dann. Oh, das nehmen wir mit. Da ich Morrowind schon so oft angespielt habe, kenne ich hier einige Tricks. Also es sind jetzt keine Tricks hier, dass ich einfach alles mitnehme. Aber ihr werdet es später merken. Vor allem am Anfang wird es so wirken, als würde ich das Spiel eh schon auswendig kennen. Ich weiß, das ist dann ein bisschen langweilig. Das nehmen wir auch mit. Das brauchen wir nicht. Aber wenn wir erstmal so weit sind, dass ich in, unerforschte Gewässer vordringe, dann werden wir beide viel Spaß haben, du und ich. Ach ja, es ist schön. Vor allem der Himmel, er sieht einfach geil aus. Er sieht schon so realistisch aus. Gut, den Ring nehmen wir mit. Den geben wir auch gleich diesem Kack-Waldelfen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. So, Morrowind, Aufgaben, blablabla. Informieren wir uns erstmal durch, damit wir auch schön Tagebucheinträge haben. Ich habe gelernt, dass man das immer brauchen kann. So. Und jetzt starten wir. Drückt J, um euer Journal aufzurufen und nachzulesen, was man euch gesagt hat. Ihr solltet vermutlich zuerst Arillis Handelshaus zu eurer Linken aufsuchen. Ihr seid jetzt auf euch selbst gestellt. Viel Glück. So, und jetzt erst beginnt wirklich unser Abenteuer im Hause oder im Lande Morrowind. Oder Vardenwell, besser gesagt. Genau, hier ist er, Fargott. Er ist wirklich ein Fargott. Genau, ich hab ihn. Genau, und jetzt haben wir einen besseren Ruf bei unserem Handelshauskumpel. Und das bedeutet, dass wir billigere Preise haben. Oder niedrigere Preise. Genau. Dann handeln wir erstmal los. Was haben wir hier Schönes? Ich hau den Kerzenständer weg, ich hau die Eier weg. Ich hau eigentlich alles erstmal weg. Und dann kaufen wir uns ein schönes Langschwert und dann ist da hinten ein schönes Dungeon. Fuck, was habe ich verkauft? Okay, das brauchen wir eh nicht. Haben wir da hinten ein schönes Dungeon, wo wir ein paar Khajiit befreien. Es ist ziemlich angepasst an Level 1, Level 2, glaube ich. Und wenn man ein paar coole Zerstörungszauber hat, nee, Alchemie will ich leveln. Dann kommt man da ganz gut zurecht und findet gleich mal ein paar Waffen, levelt. Ja, das Firmament können wir auch verkaufen. Genau, da haben wir 2240. Erstmal wird... Kriegen wir hin. Okay, ich schaue jetzt ganz kurz, was für Zauber habe ich. Das sind natürlich die essentiellen Zauber. Erstmal Hotkey-Menü, Feuerbiss und Wohltat. Ahnenwächter, was war Ahnenwächter nochmal? Zuflucht 50 Punkte für 60 Sekunden auf sich selbst. Zuflucht, was ist das nochmal? Sehen mich dann die Gegner nicht mehr kurzzeitig oder? Sonne und Mond. Okay, das finden wir dann natürlich heraus. Aber dann, was verändert das Denken? Gute Frage. Sehr poetisch. Also wir haben leichte Rüstung. Ich weiß nicht, können wir gleich mit leichter Rüstung auskommen? Ich weiß nicht, was haben wir denn hier im Angebot? Ich glaube, ich nehme einfach mal das Eisenchamor. Das ist relativ billig. Das kriegen wir für 60 bestimmt, oder? Ja. Und damit können wir bestimmt einiges anrichten. Gut, dann speichere ich gleich mal. Hier ist noch ein alter Quicksave von weiß ich nicht wann vor. Das ist dieser Quicksave von vor 3 Monaten. 4 Monaten, 5 Monaten. Ich weiß nicht, wie lang es schon her ist. Aber da habe ich nicht so viel gespielt, wie gesagt. Vielleicht 2 Questlines oder so. Genau, dann, wie nenne ich es denn? Ich nenne es Gelangweilt. Was ist ein passenderer Name, obwohl ich alles andere als gelangweilt bin? Ich bin super hyped. Spielen wir einfach mal los. Also, erster Halt, ja, nächster Halt. Ja? Erstes Dungeon.